Aufi, wie geht's? Super. Wir haben richtig Bock. Es ist riesig. Ich hätte mir das niemals so groß vorgestellt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so groß ist, so krank aufgebaut wird. Ja. Dass so Fans kommen und so spielen. Einen schönen guten Tag, liebe BVB-Fans, und willkommen zum nächsten BVB-Vlog. Im heutigen Video befinden wir uns hier im BaseStack, also hier in der Spielzentrale von unseren eFootballern. Es geht um die virtuelle Bundesliga, auch kurz genannt VBL. Und heute wird das erste VBL-Spiel hier im BaseStack gespielt. Hier werden demnächst alle Spiele gespielt. Das bedeutet für euch, wenn ihr hier in Dortmund seid, an der Kammstraße, das Ganze ist hier öffentlich, es kostet hier keinen Eintritt, ihr könnt hier hinkommen und unsere eFootballer supporten. Und hier im Hintergrund ist schon einer, der will hier rein. Ja, hallo Ali. Ali ist einer von unseren E-Footballern und ja, du bist auch heute natürlich hier. Wir gehen einfach mal nach vorne und schauen uns das mal an. Hallöchen, wie geht's euch? Wie geht's euch? Und ihr schaut euch heute das auch an? Ja. So, einmal kurz, ihr seid ja von der U17, könnt ihr euch mal kurz vorstellen? Du bist? Ich bin Laura. Ich bin Ellie von der U17. So, man kennt dich aber auch demnächst, weil du auch am Stream bist, ne? Ja. Du bist auch von den E-Footballern demnächst. Und ja, und die Mädels schauen sich das heute hier auch an. Wir sehen uns später nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß. Und dann werde ich euch nochmal interviewen, wie das nachher war. Aber auch hier von der ersten Mannschaft haben wir die Aufi. Aufi, wie geht's? Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, ne? Nee. Das letzte Mal war, glaube ich, ein Trainingslager. Ja, das ist begleitet. Wow, ist schon einiges los hier. Und du schaust das heute auch an? Ja, ich bin gespannt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ne? Ich bin gespannt, was die so zeigen. Dann sehen wir uns gleich drin. Komm. Also hier seht ihr gerade Bradley, wie er sich gerade warm zockt. Ja. Hier nochmal alleine konzentriert. Alex, wie ist es? Super. Wir haben richtig Bock. Wie fühlst du dich? Boah, schon ein bisschen angespannt, aber Vorfreude überwiegt. Also ich habe unglaublich Bock und ich glaube, die Jungs machen das auch. Viel Glück, wir sehen uns nachher drin. So, wir sind jetzt hier in der Area, wo nachher gespielt wird. Ali, du zeigst mir mal kurz, was dahinter abgeht. Oh, beziehungsweise die zocken sich schon warm, wa? Ja, die zocken sich schon warm auf jeden Fall. Die Practice sind gerade 2 gegen 2. Und Bradley ist da und Practice alleine gerade 1 gegen 1, weil das erste Spiel wird in 2 gegen 2 ausgetragen. Sprich, Dennis und Rui spielen bei uns das erste Spiel. Und insgesamt werden 3 Spiele gespielt. Also ein Best of 3 könnten auch 2 Spiele sein. Und ja, das erste Spiel ist 2 gegen 2, danach ist 1 gegen 1 und dann nochmal ein Entscheidungsspiel, falls möglich. Wir spielen heute gegen? Gegen Gladbach, Hannover und Paderborn. Auf jeden Fall sehr starke Gegner und ich drücke den Jungs hier die Daumen. Wir gehen einmal kurz nach hinten und schauen uns mal an, wie die das zocken. Es ist riesig, ich hätte mir das niemals so groß vorgestellt. Ja, nachher werden noch hier, also seht ihr schon, die ganzen Zuschauer sind hier und können sich dann nachher das Spiel da oben auf dem Monitor anschauen, auf dem Fernseher. Da sieht man sogar die Cams auf der anderen Seite nochmal als Zuschauer, das ist auch sehr cool. Also wir haben einmal Roy, der schon am warmen Zocken ist, dahinter haben wir Dennis oder der Nino. Auf der anderen Seite ist der Coach und einmal Bradley, der das 1 gegen 1 Practice. Sollen wir mal kurz dahin gehen? Bradley, das ist sein Team. So sieht sein Team aus. Ist relativ ähnlich zu anderen Coach, weil jeder auf die gleichen Spieler spielt, aber ja. So viel dazu. Alles klar. Und Anstoß ist um 17:30 Uhr geht's los, genau, ne? 17:30 Uhr, danach um 19 Uhr und danach um 20:30 Uhr das letzte Spiel. Also erstmal ein riesen Dankeschön. Das ist eine absolute Ehre für uns. Wir sind so geehrt, fühlen uns so geehrt, dass ihr heute alle da seid. Wir werden alles geben, wir holen heute die Punkte und haben einen geilen Spieltag. Vielen lieben Dank an Alex. Ein Dortmunder Junge. Aus der Südtribüne, von der Südtribüne, für Borussia Dortmund, und zwar den Minio. Jährlich auf 2:0. Hier sind noch ein paar Profis am Start. Was geht ab? Alles gut, danke. Bei dir? Jungs, willkommen. Hi, alles gut. Und, was denkt ihr? Steht 2:0, der läuft ganz gut. Kann man nicht meckern, ne? Läuft ganz gut, kann man nicht meckern. Aber sieht geil aus, oder? Ja, ja, ist Area, geil gemacht, ja. Super gemacht. Mit ein paar, mit ein bisschen Unterstützung hier, ne? Ja, ist schon... Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so groß ist, so krank aufgebaut wird.
dass so Fans kommen und so spielen. So Leute, die VBL ist durch. Kurz nochmal zum Endstand. Wir haben gegen Gladbach haben wir gewonnen. Gegen Hannover und Paderborn mussten wir leider Punkte liegen lassen. Nichtsdestotrotz, das Event ist vorbei. Es ist jetzt kurz vor 10. Und Leute, jeden Dienstag ist hier die VBL und ihr könnt jederzeit hier vorbeikommen, um unsere eFootballer hier zu unterstützen. Zeigt ein bisschen Liebe, wenn euch der Vlog gefallen hat. Des Weiteren, hier geht's zu den nächsten Videos. Schaut mal im eFootball YouTube-Kanal vorbei. In diesem Sinne, eine gute Nacht. Ciao.